Mit Zellkulturen können wir sehr viele biologische Fragen beantworten. Dafür entnehmen wir einem Organismus, zum Beispiel einem Menschen, Zellen. Diese geben wir in eine Schale und können sie dann in Nährmedium kultivieren. Die meisten Zellen teilen sich nur begrenzt und deshalb müssen wir immer wieder neu Zellen entnehmen. Es gibt aber auch Zellen, die sich unbegrenzt teilen, zum Beispiel Krebszellen, die wir dann dauerhaft in Kulturschalen vermehren können. Das Tolle ist in beiden Fällen, dass wir damit sehr viele Versuche machen können. Zum Beispiel können wir testen, wie ein Medikament wirkt, indem wir dieses Medikament zu den Zellen dazugeben und dann beobachten, wie sich die Zellen verhalten. Und auf diese Weise können wir sehr viele Tierversuche vermeiden.